Ja, und herzlich willkommen zurück zu Let's Play OMSI 2, dem Omnibus-Simulator. Und wir sind unterwegs auf der Map Mainz mit der Linie 68 nach Kleinwinterheim. Und wir sind jetzt gerade hier am Bahnhof, am Hauptbahnhof von Mainz, würde ich sagen. Und ja, ich bin ein bisschen außer Puste, weil ich habe gerade Wäsche aufgehangen und habe mich beeilt. Naja, egal. Auf jeden Fall, wir haben Fahrgäste gekriegt, obwohl die ja eigentlich uns vor kurzem erstmal da drüben ab gehauen sind. Da drüben habe ich dummerweise angehalten, weil ich hatte so einen winzigen kleinen Unfall und da meinen die immer gleich, alle müssten aussteigen. Ne? Ja gut, Platz für Neue, was soll's. Und ich würde sagen, ich versuche mich weiter durchzukämpfen. Was ich als erstes machen wollte, das mache ich jetzt mal, solange die Pause noch drin ist. Ich wollte mal gucken, wie sieht's denn hier eigentlich aus? Ja, ist ein bisschen schwierig. Ich glaube, den kann ich nur so kriegen. Hauptbahnhof, genau. Hauptbahnhof West, Taubertsbergbad kommt dann noch. Universität, ist ja noch richtig viel hier. So, 11:30 bis 12. Ich fahre jetzt noch eine Stunde, ist das euer Ernst? Von 11, kurz vor 11 bis 12.27 Uhr. Ey, ist ja Wahnsinn. Das ist ja voll krass. Gefällt mir aber gut. Da könnte ich mich so richtig mit anfreunden mit so einer langen Linie. Bis jetzt stehen wir noch auf Kriegsfuß, aber schauen wir mal. So, ich drücke die Pause raus und sehe zu, dass wir weiterkommen, ne? Ja, ich habe jetzt hier auch mal die FPS an. Was sagt er denn da gerade? Oh, der ist jetzt bei, hier in der Pause, ist das 29 oder 20? Muss mal näher ran. Ne, zwischen 19 und 20 macht der FPS jetzt in der Pause. Also das ist teilweise schon recht heftig hier. Also schwache PCs dürften hier doch gut in die Knie gehen. So, Pause raus. Und die Türen zu. Und los. So. Ich habe jetzt noch nichts geguckt. Da ist jetzt eine Haltestelle. Da oben kann ich sein. Oh, ich muss mal eben da. 68. Da muss ich gucken. Ich kann das gar nicht sehen. Da steht. 68 Winter. 54E Linie 68 folgen. Das heißt also, die 54E muss jetzt auch den Schildern 68 folgen, oder wie? Also muss ich hier lang und dann geradeaus. Muss ich hier durch oder da durch? Ich würde sagen, hier durch. Ja, sicher. Das ist ja nur zum Abbiegen. Okay. Das ist sehr schwer. Wenn man das nicht weiß, holla die Waldfee. Ist da frei? Jetzt machen wir gleich wieder einen Unfall. Okay, also hier und dann geradeaus. Blinker können wir ausmachen. So, wir haben hier Busrot, Nettorin, waagrechter Balken, Busrot, senkrechter Balken, Busgrün. Ein Punkt sagt, Signal ist angefordert. Sagt er hier nicht, ah, jetzt ist so quasi jetzt Busgelb. Am Hang anfahren ist manchmal schon tricky. Da haben wir eine Busspur, die können wir nutzen, denke ich mal. So. Hauptbahnhof West, Taubertsbergbad. Irgendwas ist jetzt aber komisch hier. Wir sind ja in der Einbahnstraße. Das Bussignal war ja auch falsch rum. Warum steht denn da geradeaus? Ich muss doch glatt die Pause reinmachen. Es ist eine Katastrophe, ganz ehrlich, ne? Das kann nicht richtig sein. Aber es steht doch geradeaus. Wirklich da lang, das ist doch falsch rumgeschrieben hier. Ich guck mal so ein bisschen. Da ist nichts. Das ist zum Abbiegen, das ist für geradeaus. Da ist noch was. Ich hätte hier folgen müssen. Oh, das ist aber ganz ehrlich sehr unglücklich, der Pfeil. Oder? Also das ist doch wirklich... Da hätte ich wahrscheinlich so einen Pfeil gemacht, allerdings hier sehr weit hinten. Dass man hier nicht rein kann, kann man ja sehen. Ja, was mache ich denn jetzt bloß? Umdrehen, rückwärts fahren? Das ist eine Katastrophe. Ich könnte hier vielleicht irgendwo umdrehen. Nee, das ist echt heftig. Oh, weia, ich versuche mal die Karre hier umzudrehen. Na, von hinten kommt ja keiner.
Oh, das könnte aber. Oh, das wird böse. Das wird böse. So. Rückwärtsgang. Ah, gleich piepst er bestimmt. Der Knickschutz. Oh ne, bis jetzt ist noch alles. Ah, da kommt mir der Fehler mal zugute. Dass der den Hintern mal so ein bisschen komisch wirft. So, jetzt achte ich mal nicht auf die Ampel und gucke, ob ich meinen Hintern in meine richtige Spur kriege. Oh, da kommen sie, ich muss anhalten. Los, fahrt, ich will da mich eben durchlügen. Gucken wir mal eben von außen. Ja. So. Und dann muss ich hier auf diese Busspur. So, ich glaube, jetzt sind wir erstmal wieder auf der richtigen Spur. Holla, wie sieht denn die Zeit aus? 3 Minuten Verspätung ist noch so gerade im Rahmen. Wenn wir uns jetzt mal ein bisschen ranhalten, halten wir hier erstmal an, ne? Hauptbahnhof West, hier sind wir richtig. Da komisch, da meckern die gar nicht so. Ja, wo wollen Sie denn hin? Sind Sie denn nicht, dass das hier richtig ist? Sie sind ja eine Einbahnstraße, ich will sofort aussteigen. Aber nee. Da sind die immer brav, die kann man entführen. Und das gilt nicht nur für die Mainzer. So, wie geht's denn jetzt lang? Hier ist ein Abbiegedings. Ja, ich habe jetzt nichts gesehen. Da ganz hinten ist was, dann muss ich ja bestimmt da lang weiter. Ah ja, so. Hier ist eine Busspur. Meine Güte, ist das schwer. Universität. Universität, okay. Aber ich bin der festen Überzeugung, und das scheint ja diese Linie hier auch, da muss ich jetzt rüber, zu bestätigen. Machen Sie die Tür auf, ich will aussteigen, das Ich ist ja habe den jetzt nicht Körperverletzung. gesehen, ich habe den nicht gesehen. Ah, es ist zum Verrücktwerden. Es klebt ja schon wieder noch hier. Jetzt mal so ein Schlenker, so, und jetzt weg von dir, jetzt bleibt er da stehen. So, nehmen wir die Spur. Grausam. Also, ich bin der festen Überzeugung, dass natürlich so eine Linie geübt werden muss. Und wenn man die 2, 3 Mal gefahren hat, dann hat man sie auch wahrscheinlich so weit drauf. Und dann fängt es an, Spaß zu machen. Und in den Let's Plays, ja, da mache ich das natürlich nicht so. Jetzt muss ich gucken, welche ist es da? Genau. Kann ich euch ja jetzt nicht zumuten, dass ich jetzt das Ding mehrmals fahre. Das wollt ihr sicherlich nicht. Aber hier ist richtig, Universität. Da stehen Gott sei Dank einige Leute, sodass das nicht so schlimm ist, wenn da jetzt wieder alle aussteigen. Ist der dritte Unfall, glaube ich, auf der Linie. Hallo. 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 Fahrscheine kaufen auch keine Leute mehr. Ja, gut. Mir doch egal. So, Zeit 2,3. So, da muss ich wahrscheinlich rüber. Ich sehe da schon mal einen Pfeil. Ich kann zwar die Schrift nicht lesen, aber ich denke mal 69. Friedrich Aber von nein. Pfeifferweg. Wir Linie müssen. 68 in Richtung Kleinwittenheim Bahnhof. Ja, schön. So, die 69 muss abbiegen, ne? Und hier steht nichts für 68. Dann fahre ich natürlich gerade. Aus. SWR, Südwestrundfunk heißt das doch, ne? Martin Luther King Weg. Da steht auch was. Ich kann es noch nicht lesen, aber das wird es bestimmt sein, dass ich da so runter muss. Leute, ich brauche hier jemanden, der mir immer so alle 2 Minuten mal die Schweißperlen von der Stirn tupft. Ich würde ja einiges dafür geben, unseren guten Fränkel hier mal fahren zu sehen. Der wird ja wahrscheinlich wieder abdrehen dabei. Och, Ampel. 3 Minuten Verspätung. Komm, ich habe keine Zeit. Mach hin. So, mal gucken, was steht da? Ja, genau. Ist das jetzt Autobahn? Nee, Autostraße. Autostraße. 80 sollen wir fahren. Dann machen wir das auch. Wir sind spät dran. Ja, Unfall. Quatsch, das war nur ein Eingebildeter. So, muss ich jetzt rüberfahren oder muss ich auf der Spur bleiben? Da hätte man mir mal sagen können hier.
Ah ja, ich muss rüberfahren. Wird mir zu eng. Zum Glück war frei. Ja, die 80 fährt er auch. Ganz bequem, ja. Sogar ein bisschen mehr. 85. Oh, das sieht nach Haltestelle aus. Haltestelle war Autostraße, das ist ja interessant. Aber okay. So, Friedrich von Pfeiffer, hat er das angesagt vorhin? Ich hoffe sehr. Wenn die jetzt einsteigen, scheint das nicht ganz falsch zu sein. Ja, ist richtig. Okay. Zeigt er hier meine Shift-Z-Anzeige. Oh, Leute, Leute, ey. So, ist frei. Können wir weiter. Was kommt als nächstes? Koblenzer Straße, zeigt er. Müsst ihr jetzt sagen? Koblenzer Straße. Okay. ADI Gerling. Du hast auch zu jeder Straße noch einen Senf dazu zu quatschen, ne? Koblenzer Straße hätte doch gereicht. Da musst du noch nicht sagen, wer da wohnt. Meine Güte. Ah ja, wir müssen ab. Die Schrift, die ist wirklich marode, ne, von diesen Helpern. Die sieht man immer erst so spät. Aber ich sehe das ja so, diese Helper sind ja auch nur so, um sich da einzuarbeiten. Ne? Danach braucht man die ja eigentlich nicht mehr. Und hier dann links. Aber diese Linie muss man mehrmals fahren, bis man da auf die Helper verzichten kann. Das dauert eine Weile. Ich erinnere mich immer gerne daran, als ich mit Omsi angefangen habe auf der Spandau-Map. Ich war sehr begeistert. Ich bin bestimmt 50 Mal zwischen Ruhleben und Nervenklinik hin und her gependelt, bis ich dann endlich mal die Helper weglassen konnte und das so richtig geil geflutscht hat. Hat einen Heiden Spaß gemacht dann. Ja, ich hatte ja nur Grundorf und Spandau. Und das habe ich auch ausgekostet. Das ist schon eine ganze Weile her. So, sehr schnell hatte ich dann auch Neuendorf, weil ich vom Stadtbus begeistert war. Der fuhr nämlich als KI auf der Spandau-Map rum, da bin ich dann irgendwann mal reingeraten, weil ich das auch damals schon gemacht habe, dass ich mich mal immer so in die KI mal reingesetzt habe, mitgefahren bin und da fand ich den richtig geil. Der erinnerte mich an meine Schulzeit, an meine Schulbusse damals und da habe ich mir den Stadtbus-Add-on gekauft. Ich finde das nämlich super toll. So, kommen Sie näher, kommen Sie ran. Tag. Was sagt eigentlich die Zeit? 2,7 Minuten Verspätung haben wir noch. Alles frei, wunderbar. Ampel ist leider rot. Grün könnten wir gut gebrauchen. Na los. Da ist schon wieder 3,1 Minuten Verspätung. Das ist noch so gerade im Rahmen, finde ich, aber wäre nicht schlecht, ein bisschen aufzuholen. Ackermannweg, Hochschule Mainz. Ackermannweg, ja, wieder Hochschule Mainz, immer noch ein Zusatzsenf da. Mich interessiert das nicht. Hauptsache, ich finde den Ackermannweg. So ist das rot, ja. Ach ja. Das Stehen an Ampeln, das ist so fürchterbar. Bert Grün verflucht. Ich hatte 2,6 Grad, jetzt sind wir wieder bei 3,1. Die Ampel, die lacht sich kaputt, ne? So, und das sollte jetzt hier unsere Haltestelle sein. Die Map finde ich nach wie vor geil, aber die Gegend hier, das sieht so schäbig aus hier. Bäh. So. Hallo. Einmal bitte Kurzstrecke. Kurzstrecke. Du kannst auch ein richtiges Ticket kaufen. Wo haben wir das denn? Kurzstrecke Erwachsene.
Vielleicht hast du das noch nicht verstanden, aber Kurzstrecke bezieht sich nicht auf die Körpergröße. Oder auf die Länge der Arme, oder weiß ich nicht. So. Ach ja. Dreiserweg, Friedhof Bretzenheim. Natürlich, sogar ein Dreiserweg muss noch einen Zusatzsenf haben. Ah, da kommt's schon. Ja. Dreiser mit AI. Na gut. Na gut. So. Ich mach mal die Haltestellenbremse rein, aber auch die Pause, denn die Zeit ist abgelaufen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Es hat ein bisschen besser funktioniert, obwohl Unfälle auch hier nicht ausgeblieben sind. Verflucht nochmal. Ich will das aber ohne. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da. Seid beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dann. Bye, bye. Tschüssi.